Kapitel 20. In der Sackgasse. Keuchend und mit zusammengeballten Fäusten starrte Hodge ihm hinterher. Seine linke Hand war von der schwarzen Flüssigkeit bedeckt, die aus seiner Brust gesickert war. Aus seinem Gesicht spiegelte sich eine Mischung aus Freude und Selbstverachtung. »Hodge!« Clary hämmerte mit der Hand gegen die unsichtbare Mauer zwischen ihnen. Ein heftiger Schmerz schoss ihr durch den Arm, aber das war nichts im Vergleich zu den brennenden Schmerzen ihrer Brust. Sie hatte das Gefühl, als wäre ihr das Herz herausgerissen worden. Jace, Jace, Jace. Sein Name hallte in ihrem Inneren. Am liebsten hätte sie ihn laut herausgeschrien, doch sie hielt sich zurück. Hodge, lassen Sie mich raus! Hodge drehte sich zu ihr um und schüttelte den Kopf. Ich kann nicht, sagte er, während er sich die Hand mit seinem perfekt gebügelten Taschentuch säuberte. Sein Bedauern klang aufrichtig. Du würdest nur versuchen, mich zu töten. »Das würde ich nicht«, rief sie, »ich verspreche es!« »Du bist nicht als Schattenjägerin aufgewachsen, daher haben deine Versprechen keinerlei Bedeutung«, erwiderte er. Vom Rand seines Taschentuchs stieg eine dünne Rauchsäule auf, als hätte er in Säure getaucht. Dann schimmerte seine Hand wieder weiß. Mit gerunzelter Stirn beendete er seine Reinigungsprozedur. »Aber Hodge«, rief Clary verzweifelt, »haben Sie da nicht gehört, was Valentine gesagt hat? Er wird Jace umbringen!« Das hat er nicht gesagt. Hodge stand nun vor seinem Schreibtisch, zog eine Schublade auf und holte ein Blatt Papier hervor. Dann nahm er einen Federfüllhalter aus seinem Sakkotasche und klopfte ihn mehrmals auf die Schreibtischkante, um die Tinte zum Zerfließen zu bringen. Clary starrte ihn an. Was hatte er vor? Wollte er einen Brief schreiben? Hodge, setzte sie an. Valentine hat gesagt, Jace würde bald bei seinem Vater sein. Jace' Vater ist tot. Was könnte er also anderes gemeint haben, als ihn umzubringen? Hodge blickte nicht auf, sondern kritzelte etwas auf das Papier. »Das Ganze ist kompliziert. Du würdest es nicht verstehen.« »Dafür verstehe ich aber etwas anderes.« Die Bitterkeit in ihrer Stimme fühlte sich an, als würde sie ihre Zunge verrätzen. »Ich verstehe zum Beispiel, dass Jace ihnen vertraut hat und sie an einen Mann verkauft haben, der seinen Vater gehasst und wahrscheinlich auch Jace hasst. Und zwar nur deshalb, weil sie zu feige sind, mit der Strafe zu leben, die sie verdient haben.« Hodge hob ruckartig den Kopf. »Das glaubst du also?« »Das weiß ich!« Er legte den Federhalter beiseite und schüttelte den Kopf. Er wirkte müde und so alt, so viel älter als Valentine, obwohl sie ungefähr der gleiche Jahrgang sein mussten. »Du kennst nur winzige Teile der ganzen Geschichte. Und das ist auch besser so.« Er faltete den Brief zu einem exakten Quadrat und warf ihn ins Feuer, wo er mit einem leuchtend grünen Stichflamme aufloderte und dann zerfiel. »Was machen Sie da?« fragte Clary in forderndem Ton. »Eine Nachricht verschicken.« Hodge drehte sich vom Feuer weg und stellte sich direkt vor sie, nur getrennt durch die unsichtbare Mauer. Clary presste ihre Hände dagegen und wünschte, sie könnte ihm die Fingernägel in den Augen graben, und wenn diese sie traurig musterten. »Du bist noch jung«, sagte er. »Für dich hat die Vergangenheit keinerlei Bedeutung. Du empfindest sie weder als ein anderes Land, so wie die Alten sie sehen, noch als Albtraum, wie die Schuldigen sie sehen. Der Rat hat mich mit diesem Fluch belegt, weil ich Valentine geholfen habe. Aber ich war keineswegs das einzige Mitglied des Kreises, das ihm gedient hat. Sind die Lightwoods nicht genauso schuldig wie ich? Und was ist mit den Waylands? Trotzdem bin ich der Einzige, der zu einem Leben fern jeden Sonnenstrahls verurteilt wurde. Ich kann keinen Fuß vor die Tür setzen, nicht mal eine Hand aus dem Fenster strecken. Das ist nicht meine Schuld, erwiderte Clary, und auch nicht die von Jace. Warum bestrafen Sie ihn für das, was der Rat Ihnen angetan hat? Ich kann ja verstehen, dass sie Valentine den Kelch gegeben haben, aber Jace? Valentine wird Jace töten, genau wie er seinen Vater getötet hat. Valentine hat Jace' Vater nicht getötet, entgegnete Hodge. Das glaube ich Ihnen nicht, schluchzte Clary nun. Sie erzählen doch nur Lügen. Alles, was Sie jemals gesagt haben, war eine Lüge. Ah, meinte Hodge. Der moralische Absolutismus der Jugend, der keinerlei Konzessionen erlaubt. Kannst du denn nicht erkennen, Clary, dass ich auf meine Art und Weise versuche, ein guter Mensch zu sein? Sie schüttelte den Kopf. So funktioniert das nicht. Ihre guten Taten machen ihre schlechten nicht ungeschehen, aber... Sie biss sich auf die Lippe. Aber wenn Sie mir verraten würden, wo ich Valentine finde... Nein, stieß er leise hervor. Es heißt, dass die Nephilim die Kinder von Menschen und Engeln sind. Aber dieses himmlische Erbe hat nur dazu beigetragen, dass wir aus größerer Höhe fallen. Er berührte die unsichtbare Mauer mit den Fingerspitzen. Du bist nichts als eine der unsrigen aufgewachsen. Du hast keinen Anteil an diesem Leben voller Narben und Töten.
Du kannst immer noch fortgehen. Verlasse das Institut, Clary, so schnell wie möglich. Gehe fort und komm nie mehr zurück. Clary schüttelte den Kopf. Das kann ich nicht, erwiderte sie. Ja dann, mein herzliches Beileid. Er drehte sich um und verließ die Bibliothek. Als die Tür hinter Hodge ins Schloss fiel, blieb Clary in der Stille allein zurück. Außer ihrem rasenden Atem und dem Kratzen ihrer Fingernägel an der unsichtbaren Mauer war nichts zu hören. Sie tat genau das, wovon sie wusste, dass sie es nicht tun sollte. Wieder und wieder warf sie sich gegen die unnachgiebige Barriere, bis sie erschöpft war und ihre Schulter schmerzte. Dann sank sie zu Boden und versuchte, nicht in Tränen auszubrechen. Irgendwo, jenseits dieses transparenten Hindernisses, lag Alec im Sterben, während Isabel darauf wartete, dass Hodge kam und ihm das Leben rettete. Irgendwo, jenseits dieses Raumes, wurde Jace von Valentine unsanft aus dem Schlaf gerissen. Irgendwo, jenseits dieses Instituts, schwanden die Überlebenschancen ihrer Mutter mit jeder Sekunde. Und sie saß hier gefangen, so nutzlos und hilflos wie ein kleines Kind. Plötzlich richtete Clary sich auf. Sie erinnerte sich, dass Jace ihr bei Madame Dorothea seine Stele in die Hand gedrückt hatte. Hatte sie sie ihm überhaupt zurückgegeben? Atemlos griff sie in ihre linken Jackentasche. Sie war leer. Langsam schob sie ihre Hand in die rechte Tasche. Ihre klammen Finger ertasteten ein paar Fussel und dann etwas Hartes. Glatt und rund, die Stele. Mit klopfendem Herzen sprang Clary auf, dann tastete sie mit der linken Hand nach der unsichtbaren Mauer. Als sie sie gefunden hatte, atmete sie tief durch und stob die Stele vorsichtig vorwärts, bis ihre Spitze die Barriere berührte. Tief in ihrem Inneren bildete sich bereits ein Symbol, wie ein Fisch, der im trüben Wasser auftaucht und dessen Schuppen immer deutlicher hervortreten, je näher er an die Oberfläche kommt. Langsam bewegte sie die Stele über die Mauer, zunächst zögernd, doch dann immer sicherer, bis die grellstrahlenden Linien vor ihr in der Luft schwebten. Sie konnte förmlich spüren, dass die Rune vollendet war und ließ die Hand sinken. Ihr Atem ging schnell. Einen Moment lang blieb alles reglos und still und die Runen hingen wie eine leuchtende Neonschrift in der Luft, brannte ihr in den Augen. Doch dann ertönte ein ohrenbetäubendes Krachen, als stünde sie unter einem tosenden Wasserfall aus Steinen. Die Rune verfärbte sich schwarz und zerfiel zu Asche. Der Boden unter ihren Füßen bebte, dann war es plötzlich wieder still. Aber Clary wusste, dass sie frei war. Mit der Stele in der Hand rannte sie zum Fenster und schob den Vorhang beiseite. Die Dämmerung war angebrochen und die Straßen unter ihr schimmerten rötlich im warmen Abendlicht. Plötzlich entdeckte sie Hodge, der eine Seitenstraße überquerte. Sein grauer Schopf ragte aus der Menschenmenge hervor. Clary stürzte aus der Bibliothek, den Korridor entlang und die Treppe hinunter. Sie blieb nur kurz stehen, um die Stele wieder in ihre Jackentasche zu stecken. So schnell sie konnte, rannte sie auf die Straße. Als sie auf dem Gehweg stand, hatte sie bereits Seitenstechen. Die Leute, die im schwülen Dämmerlicht ihre Hunde ausführten, sprangen beiseite, als Clary sich einen Weg über den Bürgersteig bahnte, der parallel zum East River verlief. Als sie um eine Ecke bog, sah sie kurz ihren Spiegelbild im Fenster eines Mietshauses. Ihre Haare klebten schweißfeucht an ihrer Stirn und ihr Gesicht war mit getrockneten Blutspritzern übersät. Endlich erreichte sie die Straßenkreuzung, an der sie Hodge gesehen hatte. Einen Moment lang dachte sie, sie hätte ihn verloren. Sie stürzte sich in die Menge, die aus einem U-Bahn-Schacht herausdrängte, stieß die Passanten beiseite, indem sie ihre Knie und Ellbogen wie Waffen einsetzte. Als sie die Menschenmassen endlich hinter sich gelassen hatte, entdeckte sie gerade noch rechtzeitig einen Zippel von Hodges Tweedanzug, der in eine schmale Lieferantengasse zwischen zwei Gebäuden einbog. Vorsichtig drückte sie sich an den Müllcontainer am Eingang der Gasse vorbei. Ihre Kehle brannte bei jedem Atemzug. Obwohl die Hauptstraßen noch im Dämmerlicht gelegen hatten, herrschte in der Gasse bereits nachtschwarze Dunkelheit. An ihrem anderen Ende, das von der Rückseite eines Schnellimbisses begrenzt wurde, konnte sie Hodge gerade noch so erkennen. Vor der Hintertür des Imbisses stapelten sich Restaurantabfälle, Müllsäcke mit Essensresten, schmutzige Papierteller und benutztes Plastikbesteck, das unangenehm unter Hodges Schuhen knirschte, als er sich zu ihr umdrehte. Clary erinnerte sich an ein Gedicht, das sie in der Schule gelesen hatte. »Ich denke, wir sind in der Sackgasse, wo die Toten ihre Gebeine verloren haben.« »Du bist mir gefolgt«, sagte er. »Das hättest du nicht tun sollen.« »Ich lasse sie in Ruhe, wenn sie mir verraten, wo Valentine ist.« »Das kann ich nicht«, erwiderte er. »Er würde sofort wissen, dass ich es dir erzählt habe.« Und dann wäre es mit meiner Freiheit und vermutlich meinem Leben vorbei. »Das ist es sowieso, wenn der Rat herausfindet, dass sie Valentine den Kelch der Engel gegeben haben«, konterte Clary.
nachdem sie uns mit einem Trick dazu gebracht haben, ihn für sich sie zu finden. Wie können sie nur damit leben? Sie wissen doch, was Valentine mit dem Kelch vorhat.« Er unterbrach sie mit einem kurzen Lachen. »Ich befürchte Valentine mehr als den Rat, und das solltest du auch, wenn du schlau bist«, höhnte er. »Er hätte den Kelch gefunden, mit oder ohne meine Hilfe.« »Und es ist ihnen egal, dass mit dem Kelch kleine Kinder getötet werden.« In seinem Gesicht zuckte ein Muskel. Dann kam er schnell auf sie zu. Harry sah, dass er etwas Glänzendes in der Hand hielt. »Macht dir das wirklich so viel aus?« »Ich habe es ihnen ja schon gesagt«, erwiderte sie. »Ich kann einfach nicht fortgehen.« »Ja, mal schade«, meinte er. Harry sah, dass er den Arm hob und erinnerte sich plötzlich an Jays Worte. Das Chakram sei Hodges bevorzugte Waffe gewesen. Sie duckte sich, noch ehe sie die leuchtende, rasiermesserscharfe Metallscheibe auf sich zufliegen sah. Sirren zischte an ihrem Kopf vorbei und bohrte sich in die metallene Feuerleite zu ihrer Linken, nur wenige Zentimeter von ihrem Gesicht entfernt. Clary blickte auf. Hodge musterte sie. Das zweite Chakram lag bereits in seiner rechten Hand. »Du kannst immer noch weglaufen«, rief er. Instinktiv hob sie die Hände, obwohl ihr Verstand ihr sagte, dass die Metallscheibe sie zerfetzen würde. »Hodge!« Plötzlich raste etwas an Clary vorbei, etwas Großes, grau-schwarzes und sehr Lebendiges. Sie hörte Hodge entsetzt aufschreien. Während sie strauchelnd zurückwich, konnte sie die Kreatur besser erkennen, die auf Hodge zulief. Es war ein schwerer, 2 Meter großer Wolf mit nachtschwarzem Fell, das einen einzelnen grauen Streifen aufwies. Hodge hielt das Chakram wurfbereit, er war kreidebleich. »Du bist es«, stieß er hervor. Überrascht erkannte Clary, dass er mit dem Wolf redete. »Ich dachte, du wärst geflohen!« Der Wolf zog die Lefzen zurück, sodass seine scharfen Zähne und die lange rote Zunge zum Vorschein kamen. Als er Hodge musterte, funkelte Hass in seinen Augen. Abgrundtiefer, menschlicher Hass. »Bist du meinetwegen hier oder wegen des Mädchens?« fragte Hodge. Schweißperlen liefen seine Schläfen hinab, doch seine Hand war ruhig. Mit einem tiefen Knurren schlich der Wolf auf Hodge zu. »Es ist noch nicht zu spät«, stammelte Hodge. »Valentine würde dich wieder bei sich aufnehmen.« Heulend setzte der Wolf zum Sprung an. Hodge schrie erneut, dann blitzte etwas Silbermetallisches auf und das Chakram bohrte sich mit einem entsetzlichen Geräusch in die Flanke des Tieres. Der Wolf bäumte sich auf und Clary sah die Metallscheibe in seinem bluteten Pelz aufleuchten, als er sich auf Hodge stürzte. Mit einem Schrei ging Hodge zu Boden. Die Zähne des Wolfes bohrten sich in seine Kehle. Blut spritzte wie aus einer explodierten Sprühdose, klatschte gegen die Mauer und färbte sie rot. Der Wolf hob den Kopf, wandte sich von dem leblosen Körper ab und richtete seine grauen, wölfischen Augen auf Clary, während scharlachrote Tropfen von seinen Zähnen trieften. Clary wollte schreien, hatte aber nicht genug Luft in der Lunge, um auch nur irgendein Geräusch zu erzeugen. Stattdessen rappelte sie sich auf, rannte los, in Richtung der Gassenmündung, der vertrauten Neonlichter der Hauptstraße, in Richtung von Sicherheit und Realität. Hinter sich konnte sie den Wolf knurren hören, seinen heißen Atem an ihren nackten Waden spüren. Unter Aufbietung all ihrer Kräfte warf sie sich in Richtung Straße. Das Maul des Wolfes schloss sich um ihr Bein und riss sie zurück. Kurz bevor ihr Kopf auf dem harten Steinboden auftraf und Dunkelheit ihren Geist umhüllte, stellte sie fest, dass sie doch genug Luft zum Schreien besaß. Sie erwachte vom Geräusch tropfenden Wassers. Langsam öffnete sie die Augen, allerdings gab es um sie herum nicht viel zu sehen. Sie lag auf einer breiten Pritsche, die auf dem Boden eines kleinen, schmuddeligen Raumes stand. An einer Wand lehnte ein wackeliger Tisch, auf dem ein billiger Messingkerzenständer eine dicke rote Kerze hielt. Ihr Licht war flackernde Schatten auf die uneben feuchte Decke, eine dunkle Flüssigkeit sickerte durch ihre Risse. Clary hatte das unbestimmte Gefühl, dass irgendetwas an dem Raum nicht stimmte, dass etwas fehlte, doch jeder Gedanke daran wurde von einem überwältigenden Geruch nach nassem Hundefell verdrängt. Sie setzte sich auf und wünschte sofort, sie hätte sich nicht von der Stelle gerührt. Bohrende Kopfschmerzen pochten in ihrem Schädel, gefolgt von einem quälenden Anflug von Übelkeit. Wenn sie irgendetwas im Magen gehabt hätte, hätte sie sich jetzt übergeben. Über der Pritsche baumelte ein Spiegel an einem Nagel, den jemand zwischen 2 Mauersteine geschlagen hatte. Sie warf einen Blick hinein und schrak entsetzt zurück. Kein Wunder, dass ihr Gesicht derart schmerzte. Von ihrem rechten Auge erstreckten sich mehrere lange tiefe Kratzer bis zu ihrem Mundwinkel. Ihre rechte Wange war blutverkrustet und auch ihr Hals und der vordere Bereich ihres T-Shirts und ihrer Jacke starrten vor Blut. In einem plötzlichen Anfall von Panik griff sie in ihre Tasche und entspannte sich wieder. Die Stille war noch da.
In diesem Moment erkannte sie auch, was an dem Raum so merkwürdig war. Eine der Wände bestand nicht aus Stein, sondern aus einem Gitter, dicken Eisenstäben, die von der Decke bis zum Boden reichten. Sie befand sich in einer Gefängniszelle. Adrenalin schoss durch ihre Adern und Clary versuchte schwankend aufzustehen. Ein starker Schwindelanfall erfasste sie wie eine Woge und sie klammerte sich am Tisch fest. »Ich werde nicht in Ohnmacht fallen«, ermahnte sie sich eisern. Und dann hörte sie Schritte. Irgendjemand kam den Flur von der Zelle entlang. Clary wich zurück und lehnte sich gegen den Tisch. Es war ein Mann. Er trug eine Laterne, deren Licht viel heller strahlte als der matte Schein der roten Kerze, und Clary blendete. Sie musste blinzeln und konnte nur eine schattenartige große Gestalt ausmachen, mit breiten Schultern und wirrem Haar. Erst als sie die Zellentür öffnete und den Raum betrat, erkannte sie, wer es war. Er sah aus wie immer. Alte Jeans, dickes Holzfällerhemd, Arbeitsstiefel, strubbelige Haare, hochgeschobene Brille. Die Narben an seiner Kehle, die sie bei ihrem letzten Besuch in seiner Wohnung bemerkt hatte, waren größtenteils verheilt und schimmerten hell. Luke. Plötzlich wurde es Clary einfach zu viel. Erschöpfung, der Mangel an Schlaf und Nahrung, das Gefühl der Angst und der Blutverlust schlugen über ihr zusammen wie eine tosende Welle. Sie spürte, wie ihre Knie nachgaben und ihr die Beine wegsackten. Im Bruchteil einer Sekunde war Luke bei ihr. Er durchquerte den Raum derart schnell, dass sie nicht einmal den Boden berührt hatte, als er sie auch schon auffing und hochhob. So, wie er sie als kleines Kind in der Luft gewirbelt hatte. Er legte sie auf die Pritsche, trat einen Schritt zurück und musterte sie besorgt. »Clary, alles in Ordnung?« fragte er und streckte eine Hand nach ihr aus. Clary zuckte zurück und riss abwehrend die Hände hoch. »Fass mich nicht an!« Auf seinem Gesicht spiegelten sich Kränkung und tief empfundener Schmerz. Müde fuhr er sich mit der Hand durchs Haar. »Ich schätze, das habe ich wohl verdient.« »Ja, das hast du!« »Ich gehe besser nicht davon aus, dass du mir vertraust«, sagte er betrübt. »Gut so, denn das tue ich nicht!« »Clary!« Er wanderte in der Zelle auf und ab. »Was ich getan habe. Ich erwarte nicht, dass du das verstehst. Ich weiß, du fühlst dich von mir im Stich gelassen.« »Genau das hast du ja auch getan«, erwiderte sie. »Du hast mir gesagt, ich sollte dich nicht mehr anrufen. Ich habe nie etwas bedeutet und meine Mutter auch nicht. Das waren alles nur Lügen.« »Nein, nicht alles«, widersprach er. »Dann ist Luke Garraway also dein richtiger Name?« Schuldbewusst ließ er die Schultern hängen. »Nein«, sagte er und blickte an sich herab. Ein dunkelroter Fleck breitete sich auf seinem blauen Holzfällerhemd aus. Clary richtete sich kerzengerade auf. »Ist das Blut?« fragte sie entschlossen. Einen Moment lang vergaß sie ihre Wut. »Ja«, bestätigte Luke, eine Hand gegen seine Seite gedrückt. »Die Wunde muss wieder aufgegangen sein, als ich dich hochgehoben habe.« »Welche Wunde?« hakte Clary nach. Er seufzte und wählte seine Worte bedachtsam. »Hodges Metallscheiben sind noch immer messerscharf, auch wenn sein Wurfarm nicht mehr das ist, was er früher mal war. Ich denke, er hat mir eine Rippe angeritzt.« »Hodge«, fragte Clary, »wann hast du ihn denn...« Schweigend sah er sie an. Plötzlich erinnerte sie sich an den Wolf in der Gasse, mit der einzelnen grauen Strähne in seinem schwarzen Fell, und daran, wie das Wurfgeschoss ihn in die Flanke getroffen hatte. Die Erkenntnis traf sie wie ein Schlag. »Du bist ein Werwolf!« Luke nahm die Hand von seinem Hemd. Seine Finger waren blutverschmiert. »Ja«, erwiderte er lakonisch, ging zu einer der Mauern und klopfte fest dagegen. Einmal, zweimal, dreimal. Dann wandte er sich ihr wieder zu. »Ich bin ein Werwolf.« »Du hast Hodge getötet«, sagte sie, als sie sich wieder an die Szene in der Gasse erinnerte. »Nein«, Luke schüttelte den Kopf. »Ich habe ihn schwer verletzt, aber als ich später zurückging, um den Leichnam zu beseitigen, war er verschwunden. Er muss sich irgendwie aus der Gasse geschleppt haben.« »Du hast ihn in die Kehle gebissen. Das habe ich gesehen.« »Ja, allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass er dich gerade umbringen wollte. Hat er sonst noch jemanden verletzt?« Clary biss sich auf die Lippe. Sie schmeckte Blut, doch es handelte sich um altes Blut von der Verletzung, die Hugo ihr beigebracht hatte. »Jace«, stieß sie flüsternd hervor, »Hodge hat ihm irgendetwas verabreicht und dann Valentine übergeben.« »Valentine?« Luke blickte erstaunt auf. »Ich wusste ja, dass Hodge Valentine den Kelch der Engel gegeben hat, aber mir war nicht klar.« »Woher weißt du das?« unterbrach Clary ihn, doch dann fiel es ihr wieder ein. »Du hast mich mit Hodge in der Gasse reden hören, ehe du ihn angefallen hast.« »Ich habe ihn angefallen, wenn du es so nennen willst, weil er im Begriff war, dir den Kopf abzutrennen«, entgegnete Luke
und drehte sich um, als die Zellentür erneut aufging. Ein großer Mann kam herein, gefolgt von einer winzigen Frau, die so klein war, dass sie fast wie ein Kind wirkte. Beide trugen schlichte Freizeitkleidung, Jeans und Baumwollhemden, und beide besaßen die gleichen wirren Haare, auch wenn die Frau blond war und der Mann graumeliert, und die gleichen alterslosen Gesichter, ohne jede Falte, aber mit müden Augen. »Clary«, sagte Luke, »darf ich dir Nummer 1 und Nummer 2 vorstellen, Gretel und Alaric?« Alaric senkte seinen massiven Kopf und nickte Clary zu. »Wir sind uns schon mal begegnet.« Clary starrte ihn beunruhigt an. »Tatsächlich?« »Ja, im Hotel du Mont«, erklärte er. »Du hast mir einen Dolch zwischen die Rippen gejagt.« Sie kauerte sich an die Wand. Es tut mir leid.« »Das muss es nicht. Schließlich war es ein exzellenter Wurf.« Er griff in seine Brusttasche, holte Jays Dolch mit dem rot schimmernden Knauf hervor und hielt ihn ihr entgegen. »Ich glaube, der gehört dir, oder?« »Aber«, stammelte Clary. »Keine Sorge«, beruhigte er sie, »ich habe die Klinge gesäubert.« Wortlos nahm sie den Dolch entgegen. Luke lachte leise in sich hinein. Aus heutiger Sicht war der Überfall auf das Hotel du Mont vielleicht doch nicht so gut organisiert, wie er hätte sein sollen, meinte er. »Ich hatte eine Gruppe meiner Wölfe beauftragt, auf dich aufzupassen und dir zu folgen, falls du in Gefahr schweben solltest. Und als du dann in das du Mont hineinmarschiert bist...« »Jace und ich wären auch ohne Hilfe klargekommen.« Clary schob den Dolch in ihren Gürtel. Gretel betrachtete sie mit einem milden Lächeln. »Hatten Sie uns aus diesem Grund gerufen, Sir?« »Nein«, erwiderte Luke und berührte seine Seite. »Meine Wunde ist wieder aufgegangen und Clary hat auch ein paar Verletzungen, die behandelt werden müssten. Wenn du dich drum kümmern könntest?« Gretel nickte. »Ich komme gleich mit dem Verbandszeug zurück«, sagte sie und verließ die Zelle, wobei Alaric ihr wie ein überdimensionierter Schatten folgte. »Sie haben dich Sir genannt«, stellte Clary in dem Moment fest, als die Zellentür sich hinter ihnen schloss. »Und was meinst du mit Nummer 1 und Nummer 2? »Mein erster und zweiter Offizier«, erwiderte Luke gedehnt. »Ich bin der Anführer dieses Wolfsrudels. Deshalb hat Gretel mich auch mit Sir angesprochen. Glaub mir, es hat ziemlich viel Mühe gekostet, ihr abzugewöhnen, mich Gebieter zu nennen.« »Hat meine Mutter davon gewusst?« »Wovon gewusst?« »Dass du ein Werwolf bist.« »Ja, sie wusste es seit dem Moment, in dem es geschah.« »Aber natürlich hat keiner von euch beiden es für nötig gehalten, mir davon zu erzählen.« »Ich wollte es dir sagen«, erwiderte Luke. »Aber deine Mutter war fest entschlossen, dass du nichts von der verborgenen Welt und den Schattenjägern erfahren solltest. Und ich hätte dir meine Existenz als Werwolf nicht als einzelnen, unabhängigen Vorfall auftischen können, Clary. Das alles ist Teil eines größeren Ganzens, das deine Mutter aber vor dir verbergen wollte. Ich weiß nicht, was du inzwischen alles herausgefunden hast.« »Eine Menge«, sagte Clary tonlos. »Ich weiß, dass du meine Mutter eine Schattenjägerin war. Ich weiß, dass sie mit Valentine verheiratet war und dass sie ihm den Kelch der Engel entwendet und sich von ihm versteckt hat. Ich weiß, dass sie mich seit meiner Geburt alle 2 Jahre zu Magnus Bane gebracht hat, damit er mir ein zweites Gesicht nahm. Ich weiß, dass Valentine vor dir den Aufenthaltsort des Kelches erfahren wollte, im Tausch gegen das Leben meiner Mutter, und dass du ihm daraufhin geantwortet hast, sie sei dir egal.« Luke blickte zur Seite. »Ich wusste nicht, wo sich der Kelch befand. Jocelyn hat es mir nie gesagt«, murmelte er. »Du hättest versuchen können, einen Handel mit Valentine zu vereinbaren.« »Valentine verhandelt nicht. Das hat er noch nie. Wenn er nicht ganz klar im Vorteil ist, kommt er nicht noch einmal zu einem Verhandlungsgespräch. Er ist vollkommen auf sein Ziel fixiert und kennt keinen Erbarmen. Und obwohl er deine Mutter einst geliebt haben mag, würde er keine Sekunde zögern, sie zu töten. Nein, ich hatte nicht vor, mit Valentine zu feilschen.« »Und deshalb hast du beschlossen, sie einfach im Stich zu lassen«, erwiderte Clary wütend. »Du bist der Anführer eines ganzen Rudels von Werwölfen und bist nicht einfach zum Schluss gekommen, dass sie deine Hilfe nicht benötigt. Es war schon schlimm genug, als ich dachte, du wärst ein Schattenjäger und hättest dich wegen irgendeines blöden Schattenjägergeschwurs von hier abgewendet. Aber jetzt weiß ich, dass du nur ein mieses Schattenwesen bist, dem es nicht die Bohne bedeutet, dass sie dich all die Jahre wie ein Freund, wie einen der ihren behandelt hat. Und so dankst du es ihr.« »Du solltest dich mal reden hören«, sagte Luke ruhig. »Du klingst wie eine Lightwood.« Clary kniff die Augen zusammen. »Rede nicht von Alec und Isabella, als ob du sie kennen würdest.« »Ich meine ihre Eltern«, entgegnete Luke, »die ich übrigens sehr gut kannte, damals, als wir alle noch Schattenjäger waren.« Clary öffnete überrascht den Mund. »Ich weiß ja, dass du dem Kreis angehört hast, aber wie hast du es vor ihnen verbergen können, dass du ein Werwolf bist? Haben sie es nicht gewusst?« »Nein«, sagte Luke, »denn ich bin nicht als Werwolf geboren worden. Ich wurde zu einem gemacht. Und eines ist mir klar. Wenn ich dich davon überzeugen will, mir zu vertrauen, dann solltest du meine ganze Vergangenheit kennen.
Es ist eine lange Geschichte, aber ich denke, wir haben genug Zeit.